Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Strategic Command World at War, World at World at War, World at War gegen die Molekus, World War 2, World at War. In der letzten Runde konnten wir einen schönen Push in Südrussland machen und der erste schwere Panzer ist gekommen und wir sind in den USA gelandet, aber nicht sehr erfolgreich. Thailand hat sich doch uns angeschlossen und der Krieg im Atlantik tobt wie wild. Alles so Sachen, die passiert sind. Es geht also einiges ab. Können natürlich noch überlegen, Gibraltar uns zu holen, aber ich glaube, okay, jetzt ballert er da und wieder so ein bisschen die. Ach ja, das wussten wir, dass das passiert. Es kann sein, dass das jetzt das Ende der Bismarck ist. Ich habe denen glücklicherweise allen Luftabwehr gegeben. Hat hier echt einiges an Flugzeugträgern. Jetzt ist die Frage, wie viel ich noch an. Aua. Steht das Ding nicht im Hafen? Warum nimmt er keinen Schaden? Ganz schön viele italienische Korps da vorne. Okay, da oben hatte er auch noch Flotte stehen. Da ist das italienische, das niederländische U-Boot. Okay, fantastisch. Dann wollen wir mal. Amsterdam Hafen, okay. Das OSS wurde aufgebaut. Ich habe nur den in Kanada gestört. Ja, U-Boote für mich, sehr gut. Wird sich Medikus sicherlich sehr freuen. Ich stelle das hier einfach mal da so in die Nähe. Vielleicht donnert er da ja rein. Wobei, ich stelle es eher dahin. Weil wahrscheinlich fährt er da dann rein in das Loch. Spielen wir alles von Osten nach Westen. Oh. Wir können jetzt ziemlich gute Ergebnisse erzielen. Der hat leider schon angegriffen gehabt. Das ist natürlich interessant zu wissen. Ob er zum Beispiel in San Diego. Beziehungsweise in LA überhaupt noch was drin stehen hat. Aua. Er hatte nichts drinne stehen. Tot bin ich trotzdem. Doof gelaufen. Moment, sind die Kampfergebnisse zu gut, als dass ich mich hier schon zurückziehen wollen würde. Aber das U-Boot, also ja, ich glaube aber tatsächlich, dass ich hier sonst nichts mehr erreichen kann mit dem U-Boot.
Schaffen wir jetzt auch in Richtung. Ach, die U-Boote lassen wir hier noch ein bisschen rumcruisen. Den Zerstörer hingegen, den schaffen wir auch nach Westen. Genauso wie die Kreuzer. Hier habe ich noch ein HQ. Das HQ kann ich wahrscheinlich hier unten brauchen. Verstärken wir die beiden Jungs mal auf 10. So, Vladivostok. So, damit gehört der Laden uns. Den Mann schaffe ich mal da hoch. Man könnte sich halt echt überlegen, dass ich dann hier von unten noch nach in die Mongolei einmarschiere. So. Der ist hin. Mal jetzt hinter ihm zu. Was natürlich eine Katastrophe für ihn gleich kommt. Hier habe ich noch einen taktischen Bomber, der noch irgendwo Schaden anrichten kann. Nehmen wir dem mal die Infanteriewaffen 2 mit. Gut. So, wohin verlege ich dich? Richtung. Schütze auch. Hier hin. Das ist okay. Gut, jetzt habe ich jetzt Japan noch relativ viele Punkte. Ah, ich hätte hier den Dude entdeckt, aber gut. Nichts weiter tragisch. Um Australien sorge ich mich im Moment jetzt auch nicht unbedingt. Wollen wir mal noch Guadalcanal. So, ich habe jetzt noch 300 Punkte, die will ich natürlich sinnvoll investieren. Gerade am Überlegen, habe ich noch einen von da oben. Darunter schaffe, aber ich glaube, das passt so.
Ich schaffe den doch tatsächlich mal noch hier runter. Jetzt habe ich hier noch einen Befehlshaber. Gut, sehr schön. Dann transportiere ich dich mal noch. Ach, Kacke. Ich hätte ihn dahin transportieren müssen. Mein Fehler. Der will jetzt hier natürlich gucken, ob alles rüberkommt. Und ja, es wird alles rüberkommen, mein lieber Medikus. Kaufen. Mehr Spezialeinheiten sehe ich in keinem Fall ein. Logistik, das sind wir jetzt schon am fünften Wert dran, geht da aber doppelt drinne. Kann ich dir noch irgendwas Sinnvolles kaufen? So ein Geleitflugzeugträger. Schaden an Seeeinheiten 3. Ansonsten U-Boote gehen immer gut. So, ab nach Italia. Also erstmal Nahe Osten, ne? Wollen wir mal. Wahrscheinlich sinnvoll erstmal mit dem hier aufzuräumen. Der hat da immer noch ein bisschen Versorgung drin, ne? Okay. Ich habe hier unten zwei italienische Armeen, das ist schon Wahnsinn. So, ich schaffe mal alle mal hier hoch. Auch das U-Boot schaffen wir mal dahin. Die dicken italienischen Häfen da. Bei Italien könnte man jetzt natürlich doppelt in Industrietechnologie investieren. Oder halt Infanteriekrieg habe ich jetzt schon einen Punkt. Ich glaube, das mache ich. So. Ist das Italien-Thema auch abgeschlossen? Ach, scheiße, Schiffe. Die Bismarck wird jetzt natürlich am liebsten noch. Achso, ist das kein Meerweinhafen? Doch. Warum habe ich da keine Versorgung bekommen? Frechheit. Wahrscheinlich, weil ich angegriffen wurde im Hafen. Ich habe mir jetzt da echt einen Träger hingestellt, der Arsch.
Den Spaß kann er sich nicht die ganze Zeit erlauben. Ja. Das war's mit der geliebten Bismarck. Und ich muss offensichtlich woanders meinen Nachschub für dieses U-Boot holen. Damit hat dann Träger weniger. So, dann dezimieren wir jetzt einfach hier weiter schön seine Schiffchen mit meinen U-Booten. Oh, da ist eine Armee. Die Frage ist, was macht ein schwerer Kreuzer? Ein schwerer Kreuzer kontert leichte Kreuzer und Zerstörer. Man kommt aufs Maul von allem anderen. Das war es für mich wert. Schwerer Schaden an der Armee, dafür werde ich den sehr wahrscheinlich verlieren. Das ist okay. Teilen wir die hier mal wieder ein bisschen. Gut, dann mit den Schlachtschiffen. Machen wir es mal so. Aber die japanischen Schlachtschiffe kommen dann. Da eh Schwierigkeiten bekommen. So. Machen wir mal weiter hier mit Pushen. Lansk zu kriegen wäre natürlich interessant gewesen.
Aber das sollte nicht sein. Gut, jetzt kriegen wir davon alle einigermaßen vernünftige Verstärkung. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Die kriegen jetzt auch vernünftige Verstärkung. Machen wir hier weiter. Die Armee, die ist gut versorgt. Da habe ich meine großen Panzerverbände. Da würde ich wahrscheinlich bald einen Durchbruch haben. Eieiei. Da hat er seine ganze Luftwaffe hingesteckt. Du bleibst bitte am Boden. Hat er dann nur Artillerie oder was? Eine Schwere des Panzerabwehr. Ja, so sieht das gut aus mit dem Nachschub. Partisanen, aha. Natürlich so ein bisschen die Frage. Also, ich denke, dass ich zweimal in Partisanen investieren werde. In Antipartisanen, wenn man so will. Da kann ich ja beide keinen zweiten Chit stecken. Wenn der jetzt mit den Panzern kommt, dann wäre vielleicht Panzerabwehr. Oder ich kaufe einfach Einheiten. Da kommen zwei schwere Panzer und ein leichter Panzer an. Das ist also ein Panzerstreit macht quasi nicht zu überbieten. Ich denke, dass die sich gut bewähren werden. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen. Oh, die wären natürlich auch nice. Die mechanisierten. Die haben auch gute Überzeugungsarbeit immer. Immer
zweimal die und kaufe noch drei Garnisonen. Vielleicht sollte ich da irgendwas an Garnison hinpacken. U-Boot 2. Das ist interessant. Sehr schön. Gutes Einkommen. Ich freue mich und freue mich auf die nächste Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.